Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 2. So, wir sind hier auf dem Dampfer in San Francisco und gehen jetzt mal zum Captain. Denn mit diesem Dampfer können wir, glaube ich, rausfahren. Raus in die See. In die See stechen. In See stechen. In die See. Ich habe gehört, was du für einen Mann getan hast. Vielen Dank für meine Männer. Ich weiß nicht, was ich für deine Männer getan habe. Ehrlich gesagt, wer sind deine Männer? Man sagt mir, du bist derjenige, der alles über dieses Schiff weiß. Das Schiff ist ein Poseidon-Tanker. Er ist mit einer Technik ausgestattet, die vor dem Krieg stammt. Es hat einen SHS, mit dem man in den Navigationscomputerraum gelangt, und einen IFF-Transponder, der es vor Poseidon-Gewehren schützt. Woher weißt du das alles? Ich tat Dienst in der Enklave, bis mir aufging, dass ich nicht für die USA kämpfe, sondern für ein paar reiche ältere Hirnrisse, die an der Macht bleiben wollten. Da bin ich desertiert und nun lebe ich hier zusammen mit anderen ehrlichen Leuten. Was genau ist eigentlich die Enklave? Die Enklave ist ein Relikt aus alten Tagen. Wenn du in diesem Ding hier übers Wasser zur Bohrinsel kommst, wirst du selbst sehen. Wie kann ich es steuern? Wie man diesen Kahn steuert? Füll ihn mit Benzin. Frag mal bei den Habologen oder den Ski, wenn du alles andere erledigt hast, dann drück auf den Knopf. Den Rest macht der Computer, falls er noch funktioniert. Es wird auf direkten Weg zur Bohrinsel segeln. Man wird nicht auf euch feuern, weil du den IFF-Transponder hast. Du musst nur dafür sorgen, dass du alles Nötige hast, um zu allem Zugang zu erhalten. SHS, funktionsfähiger Computer und Benzin. Also mit dem Computer weiß ich nicht. Ein SHS habe ich, Benzin kriegen wir schon irgendwie. Ist doch ganz einfach, oder? Klar, woher weißt du das alles? Ich tat Dienst bei der Enklave, bla 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 bla. Bla 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 bla. Was für eine Bohrinsel denn eigentlich? Es ist eine große Poseidon-Bohrinsel draußen auf dem Wasser. Sie ist die letzte Basis der Enklave. Und wenn mich nicht alles täuscht, wirst du deine Freunde dort finden. Error! Danke, auf Wiedersehen. Oh ja, du musst auch den Navigationscomputer funktionstüchtig machen. Ich wette, du findest den alten Bunker. Du findest in den alten Bunkern Teile für S. Okay, ist das der Navigationscomputer? Ein Poseidon-Net-Computer. Willkommen bei Poseidon-Net. Dieser Terminal überträgt durch Daten zwischen den Tanker PHS Valdez und Doktorm Befehle. Befehl? Fragezeichen. Status prüfen. Benzintank leer. Laderaum leer. Navigationscomputer nicht in Bereitschaft. Leinen fest. Zurück. Abmelden. Na gut, jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Und was bist du? Du bist einfach nur irgendein Computer. Wo ist hier ein Navigationscomputer? Ich will sofort den zuständigen Navigationscomputer hier sprechen. Ach, Leute, ihr sagt mir immer nicht. Ich krieg zu wenig Informationen von euch. Ich soll hier irgendwie Sachen reparieren und hab keine Ahnung, von was ihr überhaupt redet. Was für ein Navigationscomputer, bitte? Was für ein Navigationscomputer? Gibt's vielleicht irgendwo eine Treppe nach unten? Das sieht wie eine Treppe nach unten aus. Auf! Und davon! Und wie kommen wir hier bitte rein? Weil das sieht auch wichtig aus. Ah, hier ist auch eine Treppe nach unten. Dann kommen wir wahrscheinlich von irgendwie von unten da hoch dann oder so. Okay. Das kriegen wir irgendwie hin. Gehen wir schon oder? Ach so, wir stehen schon da. Okay, dann runter mit uns. Treppe benutzen. Oh, hier habt... Wartet mal, hier ist eine Bunkertür. Warum ist hier unten eine Bunkertür? Haben die Teile geliefert? Und warum habt ihr hier unten alle möglichen Mutanten, die man so finden kann im Ödland? Was ist denn mit eurem Keller los? Das hättet ihr mir vielleicht früher sagen sollen, dass euer Keller voller ekliger Bestien ist. Und da hinten ist eine
Frau mit besorgtem Gesichtsausdruck. Ich wäre auch besorgt, wenn ich hier leben würde. Na gut, kümmern wir uns mal um die Monster hier. Ihr habt ja hier irgendwie... Wir sind die Ungeziefervernichter. Dö. Ich komme, um dich zu töten, Alien. Kopf! Ja, yeah. Das ist halt eine neue Stufe an Waffenschaden, die wir hier erreicht haben. 174 Schaden. War auch ein kritischer Treffer. Aber eine Rakete ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, wenn wir nicht gerade kritische landen, dann machen wir deutlich weniger Schaden. Aber wir machen gut Schaden. Hey, jetzt dürfen schon wieder alle zweimal. Was soll denn das? Ich will auch zweimal dürfen. Das ist einfach gemein. Jetzt fehlen mir wieder die Aktionspunkte, die ich brauche, um zweimal schießen zu können. Nein, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich kann zweimal ungezielt schießen. Das ist doch auch schon nicht schlecht. Nee, kann ich nicht. Skandal! Dann schieße ich einmal gezielt in die Augen. Und das Ding ist tot. Und somit beende ich meinen Zug. Das ist immer so ein bisschen Yu-Gi-Oh! Ich muss da immer an Yu-Gi-Oh! Denken, wenn ich sowas sage. Yo, Flammenwerfer, schön und gut, aber vielleicht solltest du nicht unser Robo-Brain-Begleiter-Kerl töten damit. Bitte. Das wäre nett. Marcus. Nur ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würdest. Ich speichere hier mal, nur weil ich mir ein bisschen Sorgen mache und ich will nicht, dass absolut alle sterben. Wo ist eigentlich Robodog? Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Naja, gezielter Schuss auf den Kopf. Und auf die Augen. Und er dürfte tot sein. Okay, Marcus verprügelt den Zentauren mit bloßen Händen und macht es gar nicht so schlecht. Wow, hat gut Schaden gemacht. Tja, Marcus ist halt doch irgendwie ein irrer Kerl. Kopf. Und, aber ich glaube, ich habe bei dem echt bessere Trefferchancen. Na, genauso schlecht. Na dann. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich meine Begleiter treffe, aber hat funktioniert. Und viel hält der nicht mehr aus. Da ist Robodog. Gut gemacht, Robodog. Hau den Alien weg. Hat nicht ganz gereicht, aber Sulik hat ja auch noch einen riesigen Hammer. Und der gibt ihm den Rest. Nein, er lebt immer noch. Wow, zähes Vieh. Heißt aber auch zäher Alien. Also glaube ich schon, dass die zäh sind. Okay, doch wieder Raketenwerfer. Nachladen. Sulik halb tot schießen. Ja, Sulik hat es gar nicht so stark erwischt. Ist okay, ist noch im dunkelgrünen Bereich. So, haben wir den jetzt? Ja, jetzt ist er tot. Kampf beenden können wir nicht. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit von irgendwas anderem. Ah ja, da unten kommt ein Floater auf uns zu. Oder mehrere Floater. Die Floater haben uns gemerkt. Jetzt kommt die Floater-Floater. Ja, aber hier ist schon... Ja, hier ist schon was los. Aber gut. Wenn wir hier aufgeräumt haben, können wir hier unten wahrscheinlich sehr viel machen. Nur, nehme ich mal stark an, Benzin werden wir hier drin nicht finden. Da müssen wir dann wahrscheinlich wirklich raus. Ich gehe mal dann nach unten, einfach damit ich gleich ein bisschen besser auf die schießen kann. Ja, weil jetzt rennen die nach oben. Ach, diese Walltür stört mich hier. Aber das kriegen die hin, oder? Oh Gott! Puh. Kann ich auf irgendwen schießen hier? Nö. Aber wenn ich hier hingehe wahrscheinlich. Nö. Und wenn ich hier hingehe? Nö. Warum nicht? Wenn ich hier hingehe, sehen wir dann nächste Runde. So, die sind halt gefährlich, weil die vergiften, aber ansonsten... Die machen ja auch nicht viel Schaden oder so. Die sind nur ein bisschen nervig. Aber ich glaube, inzwischen sind wir schon echt stark. Alle zusammen. Okay, jetzt kann ich zielen. Ganglien! Oh Gott, Robobrain, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wow, ich habe den gerade mit 120 Schaden getroffen. Und das Ding steht noch. Aber jetzt ist er kaputt. Gut. 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 Gut, Ganglien. So, kaputt. Und hier ist noch ein Zentaure. Und auf den kann ich nicht schießen, weil ich keine Munition mehr habe.
Goddammit. Na gut, Zug beenden. Ach, nicht dauernd auf Robobrain schießen. Mir ist es ja vorher auch passiert, aber trotzdem. Wir müssen echt aufpassen, ein bisschen besser. Wer zieht denn jetzt? Wer zieht denn hier so lang? Oh, ich kann die Maus nicht mehr bewegen. Ist jetzt das Spiel abgestürzt? Fängt es sich nochmal? Geht es nochmal weiter? Es wird spannend. Hängen wir in einer ewigen Zeitschleife? Die Musik fängt auch immer wieder von vorn an. Ha, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Schade. Ich weiß nicht, was das verursacht hat. Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert, wenn wir jetzt gleich neu laden. Und leider habe ich, naja, am Anfang vom Kampf habe ich gespeichert. Dann müssen wir halt nochmal neu laden. Naja, bin gleich wieder da. Hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder hier. An dieser Stelle. Mit den Aliens. Ich hoffe, diesmal stürzt das Spiel nicht ab. Ich hoffe, wir kommen jetzt über den Punkt hinaus. Wahrscheinlich ist da irgendwas in der KI-Wegfindung oder sowas schiefgelaufen. Ich schätze nicht, dass das ein Fehler ist, der erneut passieren wird. Das war wahrscheinlich ein seltener, durch gewisse Kriterien hervorgerufener Fehler, den wir wahrscheinlich kein zweites Mal mehr sehen werden. Hoffentlich. Ich denke aber nicht, dass der hier von der Location oder so abhängt. Also, ich bin guter Dinge. Und ich werde einfach ein bisschen öfter speichern jetzt. Und dann kriegen wir das schon hin. Also, könntet ihr jetzt hier mal bitte die Tiere töten? Danke. Mann, Cassidy kriegt was ab, aber die machen ja kaum Schaden. Wir stecken jetzt alle schon in Powerrüstungen. In mehr oder weniger guten. Die machen uns keinen Schaden mehr. Ich hatte in der letzten Laderealität irgendwie ein bisschen mehr Glück. Ich habe jetzt doch ein paar Mal daneben geschossen schon. Und ich bin halt jetzt mit dem Gewehr, das wir hier gefunden haben, schon der Damage-Dealer hier im Team. Nicht, dass die anderen jetzt wenig Schaden machen. Die landen auch mal ziemlich gute Treffer teilweise. Aber so im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, schon. Aber ich meine, das Gewehr ist einfach verrückt. Verrückt. Total verrückt. So, Kopf. Dann haben wir den wahrscheinlich auch. Genau, da kommt ein Flauter durchs Wall-Tor. Gleich mal eine Rakete. Nein, da reichen die Aktionspunkte scheinbar nicht. Naja. Himbert lädt sein Scharfschützengewehr und fährt ganz nah an den Gegner ran. Der hat irgendwas nicht ganz verstanden an dem Konzept von dem Scharfschützengewehr. Ich überschreibe jetzt hier mal den Testspeicher. Für den Fall, dass wieder was abstürzt. So, ich muss laden. Dann kann ich aber zweimal ungezielt einzeln auf den schießen. Daneben und getroffen. Nicht sehr gut, aber getroffen. Ist okay. Irgendwie läuft er weg. Der weiß nicht so genau, was er tun soll. Egal, wo er durch will, immer kommt ein Roboter und ein Supermutant und stellen sich ihm in den Weg. Oh, jetzt kann ich nicht auf den zielen. Ich sehe den gar nicht. Dann gehe ich jetzt wirklich mal hier runter. Meine ganzen Aktionspunkte. So. Mich würde echt interessieren, wohin dieses Vault-Tor hätte verschifft werden sollen. Warum das hier steht. Aber wer weiß. Wer weiß. Wer weiß das schon? So, kommt her, Floater. Wir haben keine Angst vor euch. Der kommt wirklich zu mir. Komisch. Und wird von Marcus einfach umgehauen. So, auf wen ziele ich jetzt? Ja, wenn der hier schon liegt. Ach, verdammt, ich hätte ja gezielt schießen können und sollen. Machen wir nochmal. So, gut. Zug beenden. Hey. Der winselt. Also der ist auch ein Jammerlappen, oder? Unser kybernetischer Hund winselt dauernd, wenn er getroffen wird. Dann wird er aber ohne Schaden getroffen. Der tut dem gar nichts. Der fängt nur vorsorglich schon mal zu winseln an. Nein, um Gottes Willen, nicht laden, sondern speichern. Speichern. Und schießen. Ich weiß gar nicht, ob auf die Augen Fragezeichen schießen bei dem so eine gute Idee ist. Vielleicht schieße ich mal in die Leiste.
Also die Augen haben bei dem jetzt gerade 142 Schaden gemacht. Ist halt immer so eine Frage, weil kritische Treffer sind halt kritisch. Aber ich glaube, da ist es relativ egal, wo man hinschießt. Aber vielleicht erhöht man halt die kritische Trefferwahrscheinlichkeit, je nachdem, wo man hinschießt. Mann, den habe ich jetzt auch auf einen Schuss getötet. Okay, vielleicht ist auf die Augen Fragezeichen schießen doch eine gute Idee bei denen. So, iss ihn auf, Robodog. Nein, hat nicht ganz gereicht. Zulik, Hammer, Hammer Time. Hat immer noch nicht gereicht. Markus, dann Flammenwerfer. Gut gemacht. Gut. Wir können den Kampf immer noch nicht beenden. Das heißt, ich speichere nochmal vorsichtshalber. So, das wird jetzt eine Probe für die Reichweite. Wow, ich kann noch relativ gut für die Entfernung schießen. Ich muss sowieso laden. Das heißt, ich schieße jetzt mal zweimal ungezielt. Aber 73% Wahrscheinlichkeit auf die Entfernung. Oh, Entschuldigung, Robobrain. Ah. Zum Glück habe ich ihn nicht schwer getroffen. Trotzdem, für die Entfernung finde ich, ist das eine sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit, vor allem mit unserer Wahrnehmung. Ich weiß ja gar nicht, ob Wahrnehmung des Zielen beeinflusst, aber ich glaube ehrlich gesagt schon. Und dann dafür, wow, das war mal ein Treffer. 161 Schaden. Nicht schlecht, dass der noch steht. Wundert mich schon ziemlich jetzt. Okay, Kopf. Gut gemacht. Und nochmal Kopf. Oh, der ging sonst wohin. Naja, das machen die anderen schon. Offensive Systeme initialisiert. Was hast du dann den restlichen Kampf bis jetzt gemacht, wenn du die jetzt erst initialisierst? Schön, dass der die einfach auch so, bam, mit einem Faustschlag zu Boden befördert. Diese ekligen Mutanten, Monster, Viecher. Kommen Floater eigentlich nochmal in einem anderen Teil vor, in New Vegas oder Fallout 3? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Die Zentauren kommen ja in etwas abgewandelter Form vor. Aber bei den Floatern weiß ich es gar nicht. Ich weiß, dass die Aliens, die sogenannten, die Vanamingos, die kommen wirklich nur in Teil 2 vor. Und laut Fallout Lore gibt es die auch nur in diesem Bereich. Und die sind kurz nach Fallout 2 oder während Fallout 2 mehr oder weniger ausgestorben. Weil der Chosen One hat deren einziges Nest in den Minen vernichtet. Das auserwählte Wesen eben hat das einzige Nest der Vanamingos in den Minen von Redding vernichtet. Und mehr war da nie. Mehr gibt's auch nicht mehr. Also was Fallout Lore angeht, gibt's keine Vanamingos mehr nirgends im Ödland. Weg. Forever. Das heißt, so lang, bis irgendein Entwickler sagt, naja, aber ich finde die cool, jetzt gibt's die wieder. Aber bis dahin sind die offiziell weg. Für immer. Das ist halt immer so eine Sache mit Lizenzen, die von Besitzer zu Besitzer wechseln und jeder macht so sein eigenes Zeug dazu und dann wird mal schnell irgendwie ganz viel Lore, 20 Jahre Lore umgeschrieben, weil es gerade einem nicht passt. Ist teilweise schade. Teilweise kann es ja auch was verbessern, gibt es ja auch Beispiele, aber im Großen und Ganzen finde ich das meistens schade. Man sollte doch diese Sachen bitte so lassen, wie sie sind, finde ich. Man kann doch gerne auch seine eigenen Franchises, seine eigenen Universen jederzeit erfinden, da spricht ja überhaupt nichts dagegen, verkauft sich aber halt dann natürlich nicht so gut. Das ist halt immer das Blöde. Es muss sich halt alles verkaufen in dieser doofen Marktwirtschaft, in der wir leben. Man ist einfach kreativ sehr stark eingeschränkt. Man kann eben nicht machen, was man will. Man muss machen, was man muss. Wenn man machen will, was man will, dann darf man das nicht unter finanziellen Gesichtspunkten machen. Aber es geht ja oft nicht mal um finanzielle allein, sondern schon allein um Erfolg und, Produkt, Namensaufbau, Management, bla bla. Bla bla bla. Finde ich nicht gut. Finde ich alles nicht gut. Bin ich nicht zufrieden damit. Ich speichere jetzt hier mal. Und dann gehen wir mal da hinten zu der Dame, die da hinten steht und irgendwie ein bisschen irritiert durch die Gegend guckt. Wahrscheinlich, weil sie in einem Tanker voller Monster eingeschlossen ist. Da wäre ich auch irritiert. Rette mich bitte, ruft sie. Rette mich bitte. Rette mich. Na gut, sie hat bitte gesagt. Na dann komm. Rennt die jetzt mit uns mit oder wie? Weil jetzt geht sie wieder zurück auf ihren Platz. Nee, die rennt wirklich mit uns mit. Naja, dann gehen wir wieder hoch. Ich weiß nicht, wohin wir die retten sollen, ehrlich gesagt. Ich bräuchte ein bisschen bessere Informationen. Danke für deine Hilfe. Ich werde jetzt Dax suchen.
Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich gehe wieder runter in den Keller und töte noch ein paar Wanamingos, damit wir auch Lore-Friendly wirklich alle auslöschen. Ich muss aber auch mal an die ganzen Computer hier gehen. Computer funktioniert nicht, Computer funktioniert nicht. Nicht. Aber wir müssen irgendwo, wo ist denn... warte mal, funktionieren die Computer? Ah ja, das sind echte Computer, da schaue ich mal hin. Ach so, nee. Oder wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Naja, ich gehe mal dahin. Funktioniert anscheinend doch. Dum, 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 dum. Passiert nichts. Nein, nicht mit Markus reden. Schnell weglaufen. Hier, an den Computer gehen, bitte. Man weiß ja immer nicht. Da stehen dann immer 100 Computer und einer davon ist tatsächlich der, wo dann auf einmal ein Dialogfeld aufgeht und man kann was machen. Nee, aber hier ist irgendwo eine Leiter nach oben. Hier haben wir das. Ich gehe mal an das Kontrollpunkt hier. Ah, Tanker SHS. Ist das das Tanker SHS? Moment mal. Müssen wir da so weit außen rumlaufen, nur weil da ein Gabelstapler steht? Da passen wir doch durch. Naja, okay, von mir aus. Gehen wir den Umweg. So, Tanker SHS. Du siehst Türsteuerungscomputer. Soll ich jetzt hier schon das Tanker SHS einbauen in den Türsteuerungscomputer? Ich glaube mal eher nicht. Aber ich versuch's mal. Ah, doch. 2000 Erfahrungspunkte. Klick, das Licht auf der schwarzen Platte wird grün. Okay, cool. Wir haben irgendwas Gutes gemacht. Dann klettern wir mal die Leiter hoch und gehen mal den Gang hier hoch, den schmalen Gang zu den drei Computern. Hier mal schauen, ob einer von denen auch irgendwie ein Dialogfeld öffnet. Nein. Nein. Und... ja, piep, Terminalstörung, NAVCOM-Installation erforderlich. Piep, ich weiß nicht, ob ich das NAVCOM installieren kann. Ich kann mal reparieren versuchen. Piep, Terminalstörung, NAVCAMP-Installation erforderlich oder so. Ich glaube, ich habe kein NAVCAMP. Ich habe hier Chemiezeitschriften. Helfen dir Chemiezeitschriften? Ich weiß nicht, wo wir NAVCAMP herkriegen sollen. Oder NAVCOMP wahrscheinlich eher. Hier, ich kann das Tankerteil nochmal benutzen. Piep. Nee, will er nicht. Der ist aber auch stur. Na gut, Leute. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt hier die Folge für heute. Beim nächsten Mal weiß ich noch nicht genau, was wir machen. Wir können uns ja mal ums Benzin kümmern. Bevor wir jetzt hier... oh Gott, ich hoffe, wir kommen irgendwie wieder hier aus diesem Gang raus, der jetzt vollgestopft ist mit Begleitern und nur eine Person breit ist, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott, wir sind hier für immer gefangen. Naja, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Macht's gut. Ciao.